Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Heute stelle ich euch mal den Cinebench 2024 vor. Das ist ein Benchmark für euren PC. Ihr könnt hier die Leistungsfähigkeit euch in Punkten ausgeben lassen für den Prozessor, für alle Kerne, für den einzelnen Single Core. Und neuerdings auch mal wieder für eure Grafikkarte. Wir haben hier ein System mit einem Intel i7-4790K. Der hat 4 Kerne und 8 Threads. Der ist schon ziemlich alt, aber rockt immer noch alles weg, was ich hier machen will. GTA 5 spielen, Videoschnitt, Musikproduktion und so weiter. Das Wichtigste sozusagen. Die GPU ist hier eine MSI GTX 1070 Gaming X. Die habe ich auch erst seit kurzem drinne, mit der bin ich sehr zufrieden, muss ich mal sagen. Also macht genau das, was sie soll. Ich spiele in Full HD mit 60 Hertz und ja, ich bin hochzufrieden, kann ich nur sagen. Also für die Leute, die sich vielleicht ein altes System kaufen wollen und nicht so viel Geld haben oder halt, weil sie nicht so viel Geld haben, sich ein altes System kaufen, kann ich empfehlen, die Kombination. Ja, so, hier haben wir dann auch gleich mal die Punkte zu sehen. Wir haben 271 Punkte im Multicore. Wofür ist denn der Multicore überhaupt? Der ist dafür da, wenn ihr zum Beispiel mit eurer CPU Videos rendert. Je höher dieser Multicore-Score ist, desto besser ist das. Ja, also mehr Kerne, mehr Score in aller Regel. So, jetzt testen wir auch mal noch den Single-Core-Score. Und keine Angst, Leute, ich habe das Ganze hier natürlich auch abgekürzt. Der gesamte Test, Multicore, Single-Core und GPU-Test hat hintereinander weg, ich glaube, 53 Minuten gedauert. Also liegt aber auch in meinem alten System. Wenn ihr jetzt irgendwas Neues habt mit 12 oder 16 Kernen, dann geht das Ganze natürlich schneller. Wir haben hier im Single-Core 60 Punkte. Das ist für das Jahr 2023 nicht mal allzu viel, aber wie gesagt, der rockt GTA 5 online weg ohne Probleme. Bei allen anderen Spielen habe ich jetzt auch kein Problem gemerkt. Der Prozessor, der langweilt sich auch meistens immer. Der läuft so irgendwas 30 bis 70% je nach Spiel auf allen Kernen. Ja, jetzt haben wir hier mal noch den GPU-Test. Das ist ja auch wie generell sehr schön der Vergleich jetzt mit Apple-Produkten. Also wem es interessiert, der kann jetzt auch mal mit Apple-Prozessoren vergleichen und GPUs und so weiter und so fort. Da seht ihr das ja links in der Line. Ja, wir haben hier 3496 im GPU-Score bei der 1070, 271 im Multicore beim 4790K und 60 im Single-Core beim 4790K. Ja, da habt ihr das Ganze jetzt auch mal gesehen. Und da kann ich nur sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen, Like und Abo nicht vergessen und beim Abonnieren die Glocke mit aktivieren. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später.